Autoentdeckte Facetune, kurz AIPT, ist eine Funktion innerhalb der Allego Highspeed-Option, mit der man den Phasenfehler der beiden Leitungen eines Diff-Pairs korrigieren kann. Der Phasenfehler ist ja, bestimmt ja die Übertragungseigenschaften, das heißt, je größer der Phasenfehler ist, umso geringer ist die Bandbreite. Um es die Funktion von AIPT zu verdeutlichen, wechseln wir in den Timing Vision Modus, um die Phasenfehler und den Phasenversatz direkt auf den Leitungen zu visualisieren. In der Rot, Timing Vision, wir wählen DRC Phase und selektieren einfach mal zwei Diff Pairs. Jetzt werden die Leitungen eingefärbt und anhand der Einfärbung kann man erkennen, welche Leitung zu kurz ist bzw. welche Leitung zu lang ist. Das heißt, die rote Leitung signalisiert diese, welche Leitung zu kurz ist, beziehungsweise die gelbe, welche zu lang ist. Der Phasenfehler kann man anhand des Data-Tipps ausmachen. In dem Fall beträgt der Phasenfehler minus 64 mm. Gut, jetzt starten wir die eigentliche Funktion Auto-Inductive Phase-Tune. Rot, Auto-Inductive Phase-Tune. Und wir werfen einen Blick in das Options-Panel. Zunächst einmal Compensation-Log, spezifiziert, an welcher Stelle die Kompensation erfolgen soll. Standardmäßig erfolgt die Kompensation immer in Richtung TX von zu RX. Das heißt, wenn die Pin-Types Out und In sauber zugewiesen sind, erfolgt die Kompensation immer an der richtigen Stelle. Nur für den Fall, dass diese Pin-Types nicht zugewiesen sind, kann der Anwender selbst festlegen, ob die Kompensation an der Komponente durchgeführt werden soll, wo mehr Pins vorhanden sind, beziehungsweise wo weniger Pins vorhanden sind. Üblicherweise wählt man dann Low-Pin-Component, da an diesen Komponenten üblicherweise mehr Platz vorhanden ist. Gut, wir wollen zunächst einen Blick in die Optionen werfen. Das heißt, wenn wir beispielsweise Uncoupled Bumps hinzufügen, gibt es die Möglichkeit, Sawtooth Bump Parameter zu spezifizieren oder auch Accordion Bump Parameter. Wir wählen jetzt an der Stelle einfach mal die Sawtooth Bump Parameter. Als erste Option wählen wir ausschließlich das Hinzufügen von Uncoupled Bumps und schauen uns das Ergebnis an, nachdem wir zwei Leitungen selektiert haben. Selbstverständlich kann man auch mehrere Leitungen auf einmal selektieren, mehrere Diff-Pairs. Zoomen wir ein bisschen raus. Man erkennt jetzt, der Status wechselt auf grün, das heißt, die Phase ist in Ordnung. Allerdings mit dem kleinen Nachteil, dass sehr viele Bumps hinzugefügt wurden. Das ist unter Umständen kontraproduktiv und wir suchen nach einer Möglichkeit, das Hinzufügen Bumps zu minimieren. Deswegen wählen wir zweimal Ups. Nun schauen wir uns die anderen Optionen an. Man hat also auch die Möglichkeit zu spezifizieren, dass das Pad-Entry verkürzt werden darf, dass das Pad-Entry verlängert werden darf, dass gegebenenfalls Off-Engel-Segmente vom System hinzugefügt werden können und auch, dass der Gather-Point, das heißt der Punkt, wo die beiden Signale zusammengeführt werden, vom System optimiert werden darf. Wir fangen mit diesen vier Optionen einfach mal an und starten noch einmal die Optimierung. Man erkennt jetzt hier, wie im Bereich des Gather Points eine Optimierung vorgenommen wurde, ebenso auf der anderen Seite des Diff-Pairs für das andere Diff-Pair. Wir sind noch nicht in Phase, das heißt, existiert immer noch ein Fehler. Werfen wir kurz einen Blick drüber. Statt 64 mm sind wir allerdings jetzt nur noch bei minus 12 mm. Gut, jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, jetzt fügen wir noch als letztes Mittel Uncoupled Bumps hinzu. Und man erkennt, das System hat nur noch einen Bump eingebaut. Genauso wie an der Stelle nur wenige Bumps hinzugefügt wurden. Das heißt, man erkennt sehr schön, wie man das AIPT auch iterativ benutzen kann, um Phasenfehler möglichst optimal und effizient zu korrigieren.